Rudolf Steiners anthroposophischer Seelenkalender. Die 34. Woche nach Ostern, die 4. Woche vor Weihnachten. Geheimnisvoll das Altbewahrte, mit neu erstandenem Eigensein, im Innern sich belebend fühlen. Es soll erweckend Weltenkräfte in meines Lebens Außenwerk ergießen und werdend mich ins Dasein prägen. Die 4. Woche vor Weihnachten, das ist ja die erste Adventswoche, wenn in diesem Jahr auch durch das Datum, auf das Weihnachten fällt, beziehungsweise den Wochentag, auf das es fällt, eine Woche später erster Advent sein wird. Und in diesen 4 Wochen vor Weihnachten kommen in dem Seelenkalender sehr eindrucksvolle, völlig ungewohnte Adventsmotive. Also es beginnt mit dem Wort geheimnisvoll, was ja zu der Adventsstimmung schon sehr gut passt, was uns wie einstimmt. Advent heißt ja vom Lateinischen her die Ankunft. Wir könnten im modernen Sinne sagen auch die Wiederkunft. Das wäre der Ankunft, der Wiederkunft Christi entgegenleben. Da gibt es diese wunderschönen alten Adventslieder. Es kommt ein Schiff geladen bis an den höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewiges Wort. Oder von Maria, die durch den Dornwald geht. Ganz viel wunderbar Stimmungsvolles hat sich da im Lauf der Jahrhunderte angesammelt. Und es wird nun bereichert in diesen Seelenkalendersprüchen durch ganz neuartige Gedanken. Geheimnisvoll das Altbewahrte, mit neu erstandenem Eigensein, im Innern sich belebend fühlen. Wir hatten in der letzten Woche gesehen, wie so eine Art Endpunkt im Jahreslauf erreicht war. Und mit dieser ersten Adventswoche ist wie ein Neuanfang, wo wir fühlen können, wie das Altbewahrte mit dem neu erstandenen Eigensein, von dem ja in den letzten Wochen des Öfteren die Rede war, sich wie belebt. Wir will etwas spüren von dem Uralten, von der langen, langen Vergangenheit, die die Menschheit auf der Erde schon hinter sich hat. Geheimnisvoll das Altbewahrte, mit neu erstandenem Eigensein, im Innern sich belebend fühlen. Es soll erweckend Weltenkräfte in meines Lebens Außenwerk ergießen. Hier wird nun von dem Außenwerk gesprochen, auch ein recht ungewöhnlicher Ausdruck für all das, was wir im Lauf des Lebens als Werke vollbringen, wo ja gar nichts Großartiges sein muss. Einfach das Alltägliche, das von uns etwas in der Welt verwandelt wird, etwas in der Welt hinzugegeben wird, dass wir unser eigenes in diese Welt wie einprägen. Meines Lebens Außenwerk. Also es ist jetzt nicht so sehr von der Innerlichkeit
die Rede, die wir vielleicht im Advent mehr erwarten, sondern mehr davon, wie diese Innerlichkeit in das Äußere übergeht. Und dann der letzte Satz, und werdend mich ins Dasein prägen, dass wir Werdende sind und dass wir ins Dasein uns wie einprägen. Geheimnisvoll das Altbewahrte, mit neu erstandenem Eigensein im Innern sich belebend fühlen. Es soll erweckend Weltenkräfte in meines Lebens Außenwerk ergießen.